So, nachdem wir jetzt ordentlich durchgezecht haben und ein neues Kartenstück bekommen haben, sollten wir uns jetzt wohin aufmachen? Wir sind immer noch auf dieser Insel im Nordwesten. Können wir mal kurz auf die Landkarte gehen? Hier oben. Was sagt meine schlaue Liste? Wir haben Informationen über einen Infexcar, wir haben einen über unten in Skjall. Dann haben wir das mit dem Druiden gelöst. Wir haben eine Hütte und eine Quelle. Von Otterche aus. In Otterche? Von Orville aus. Orville war hier, oder? Nee, da. Da war Orville. Da ist Gjall und da ist Otterche. Also wenn wir jetzt von Orville, also zurück nach Orville reisen würden und von da aus in Richtung Otterche, ist da irgendwo unterwegs eine Hütte. Die könnten wir uns noch angucken. Wir könnten erstmal direkt nach Skjall, da erwarten uns ja auch noch eventuell zwei Nachfahren. Und sonst habe ich nur noch im Angburdiertal ein Bean Hyalsson. Oder wir könnten uns einfach hier auf der Insel nochmal kurz umsehen. Es ist recht unwahrscheinlich, dass wir nochmal hierher wiederkommen, so abseits vom Schuss, wie das ist. Ja, machen wir das doch mal kurz. Zurück. Also hier im Dorf war nur eine Herberge. Oder Taverne. Müssen wir mal gucken. Nee, ist nur eine Herberge. Hallo? Der Wirt schaut auf, nachdem er schon eine Weile vor seinem Tresen steht. Ja, bitte? Wir können uns aber anscheinend nur bei ihm einschmeicheln. Ihr führt ein erstklassiges Haus. Die Freude ist auf unserer Seite. Das ist nicht, was ich geplant hatte. Eigentlich wollte ich ihn ein wenig ausfragen über die Umgebung. Aber das müssen wir dann wohl in dem anderen Dorf machen, das hier auf der Insel ist, nämlich da hinten. Mannrin. Die Gruppe ist erschöpft. Soweit so gut. Talana kann mal meditieren. Mach mal 9. So, und ich habe gerade gelesen, wofür die Tarnelen gut sind. Die kann man nämlich vor dem... Oh, immer noch betrunken. Die kann man nämlich vor dem Schlafengehen essen, um in der darauffolgenden Nacht mehr zu regenerieren. Also du hast 6, du hast 7. Hat noch irgendjemand welche davon? Nee, dann musst du ein paar abgeben. Gib mal 4 Stück ab. Und da ich nicht sicher bin, ob sie gerade gegessen hat, mach ich das Ganze aber nochmal. Jo, gut. Du auch. Also primär unsere Zauberkundigen. Weil die Astralenergie ja doch immer Mangelware ist. So, du kannst schon mal die Pfeile wieder in die Hand nehmen. Warum auch immer du sie nicht in der Hand hattest. Und wo ist dein Bogen? Da ist dein Bogen. Zaubertränke hatten wir alle schon verteilt, ja. Ja, nö, dann reicht das erstmal. Dann würden wir noch gerne jagen. Wasser und was zu essen, sehr schön. Und ein paar Kräuter. Vielleicht finden wir hier auf der Insel, da sie ja so abseits ist, irgendwas Außergewöhnliches. Also suchen wir mal nach 5 Stunden nach Kräutern und finden keine. Na gut, vielleicht findet dafür irgendwas Außergewöhnliches uns während der Nachtruhe. Gucken wir mal. Aber nee, anscheinend schlafen wir durch. In einiger Entfernung könnt ihr eine Berghütte erkennen. Wollt ihr euren Tagesmarsch beenden und hier einkehren? Wir sind nicht wirklich weit gekommen, aber vielleicht finden wir irgendwas da drin. Stellen wir schon mal unsere Wachen auf. Wir waren ja eben gerade jagen. Und ja, wir haben da 7 Rationen. Das ist viel zu viel. Müssen wir ein bisschen verteilen. Sonst kann Gwendolyn sich nicht bewegen. Obwohl, sie hat immer noch 5. Aber trotzdem können wir es ein bisschen verteilen. So. Das heißt, das Jagen sparen wir uns. Dafür gehen wir intensivst Kräuter suchen. Da es ja gerade erst Mittag ist, suchen wir mal 8 Stunden. Und finden trotzdem keine. Also. Na gut. Dann kriegt Jallen noch eine Tarnele. Und du kriegst auch eine Tarnele.
Meditieren lassen wir lieber erstmal. So. Aber anscheinend waren in der Hütte gar nichts. Nach etwa einer Stunde öffnet sich die Tür der Hütte und hinein stampft ein Jäger. Murmelt irgendetwas wie Firuns Umgruß? Ach, Firuns Gruß wahrscheinlich. Wirft seinen Bogen und seinen Beutel auf eine freie Pritsche und starrt an die Decke. Okay. Sprechen wir ihn mal an. Der Jäger starrt euch an, als hätte er einen Geist gesehen. Ach, Fremde. Tag auch. Fremde hat's hier selten. Du willst mir jetzt nicht wirklich erklären, dass du nicht gesehen hast, dass eine Gruppe von 6 Abenteurern in deiner Hütte hockt, oder? Ha, na gut. Also, Fremde hat's hier selten. Bin Jäger. Kenne die ganze Insel. Ziemlich langweilig hier und auch wenig wild. Werde wohl bald wegziehen. Und ihr? Nimm. Wir sind auf der Suche nach Hügeliks Schwert. Ach so, na dann viel Glück, grummelt der Jäger und dreht sich zur Wand. Ja okay, man kann nicht erwarten, dass jeder ihm gleich auf seiner Suche hilft. Also schlafen wir mal weiter. So, und schon wieder was. Am Wegesrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Vielleicht könnte man hier auch ein paar Kräuter sammeln. Die wollen mich doch ärgern, oder? Ich habe jetzt schon 2-mal angehalten, um Kräuter zu sammeln. Aber gut, wenn das hier extra erwähnt wird, dann machen wir das doch mal. Ja, wir rasten. Jetzt haben wir es noch früher am Tag als letztes Mal. Wie spät haben wir es? 12 Uhr. Okay, 10 Stunden. Jallen. 10 Stunden. Ach, geht gar nicht. 9 Stunden dann. 3 vierblättige Einbeeren und ein eitriger Krötenschemel. Ah, das ist doch schon besser. Dann kann Talar noch ein bisschen meditieren. Nehmen wir mal 8. Und wir sollten ein bisschen sparsam damit umgehen, oder? Wir haben jetzt nur noch 6 Stück. 8 Stück. Und inzwischen sehen die Werte ja auch wieder ganz gut aus. Also nee, wir essen jetzt nichts mehr. Hatten wir Wachen schon eingeteilt? Nee, ich glaube nicht. Gwendolyn, Terek, Girogon, schlafen. So, jetzt aber gucken wir uns doch hier mal um. Also erstmal darf Terek wie immer seine Karte zeichnen. Und so klein ist das hier gar nicht. Ich hätte irgendwie mit so einem kleinen Kaff gerechnet. Am Ende der Welt quasi. Aber es scheint hier sogar einen Hafen zu geben. Oder ich habe mich gerade verguckt. So, einmal wild rumgewuselt. Was sagt die Karte? Wir haben 3 Geschäfte, 4 Tavernen, 2 Tempel, 1 Schmied, 2 Schmiede. Das ist doch ordentlich. Gehen wir mal erstmal in das nächste hellblaue Kästchen und hoffen, dass man sich da betrinken kann. Beziehungsweise die Leute ausfragen, ob es irgendwas hier auf der Insel gibt. Und hier können wir nur schlafen. Was wir später aber auch auf jeden Fall im Gasthaus tun sollten, damit Talana nochmal einen Schlafzauber probieren kann. Der volle Humpen, das hört sich doch gut an. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Wir hätten gerne 6 Bier und Informationen. Kennt ihr vielleicht Tiomas Waffnelson? Warum fragen wir jetzt nach Tiomas Waffnelson? Ist der auf meiner Liste? Ja, der war auf meiner Liste, aber da waren wir schon. Der war ein Brenntil im nächsten Dorf. Also müssen wir nicht nach ihm fragen. Fragen wir lieber mal nach nichts Speziellem, also nach irgendwelchen Gerüchten aus der Umgebung. Jeweils am 1. und 3. Ehrtag ist in Manrin Markt. Manrin dürfte dann dieses Dorf hier sein. Damit können wir nur wenig anfangen. Vielleicht kann ich euch ja noch mit ein paar weiteren Informationen weiterhelfen. Aber jetzt muss ich mich erst einmal wieder um meine anderen Gäste kümmern. Das klingt doch gut. Dann treiben wir uns einfach hier ein bisschen rum, trinken noch ein paar Humpen. Und danach kann er uns weiterhelfen. Wir werden zu einem Bier eingeladen. Von einem Olgard Askrimsson. Und er hat für uns folgenden Hinweis. In Manrin gibt es 2 gute Schmiede. Aki Berason und Eldgrim Tevilsson. Die tun sich nichts. Auf den Heller die gleichen Preise. Ja, okay, das war jetzt nicht wirklich hilfreich, aber na gut. Bestellen wir uns was zu essen, das dauert auch schön lange. Und wenn wir damit fertig sind, hat der Wirt vielleicht für uns Zeit.
Also, wir stellen eine kräftige Mahlzeit. Es schmeckt recht gut. Das ist doch in Ordnung. Und wir hätten gerne 6 neue. Er scheint immer noch beschäftigt zu sein. Sitzen auch noch ein bisschen an der Theke, unterhalten uns innerhalb der Gruppe und hoffen, dass uns irgendjemand anspricht. Und trinken währenddessen. Und trinken weiter und weiter. Es dauert ja ewig, bis er wieder Zeit hat. Dabei haben wir es bestimmt schon, ne? 10, 11 Uhr. Und im Mittelalter war das eine ganz schön unchristliche Zeit. Ja, bitte Bier. Nö, anscheinend will er uns doch nichts mehr geben. Na gut, dann verlassen wir halt die Taverne. Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich es gerne hätte. Aber tockeln wir mal in die Herberge da. Und versuchen uns an dem Stabzauber. Ja, wir sollten zuerst ein Zimmer mieten. Da hast du recht. So, Stabzauber. Geschafft. Auf dem Zauberstab liegt jetzt der 3. Stabzauber. Sehr schön. Und es hat auch gar nicht so viel Astralenergie gekostet. Also, schlafen wir mal. Und gucken uns jetzt die Geschäfte an. Wir haben nicht wirklich irgendwas, was wir loswerden wollen, oder? Ne, beim Druiden haben wir eigentlich Sachen bekommen, die wir behalten wollen. Also Rezepte, Kräuter, Flaschen und dergleichen. Und den Ring wollen wir auf keinen Fall verkaufen. Aber wir können ja mal gucken, ob es hier irgendwas Außergewöhnliches gibt. Das heißt, wir gehen jetzt mal darum und gucken hier rein. Herr Jolfsson, der 3. Okay. Also hieß der Vater von Herlaufsson auch Herlaufsson? Und sein Vater hieß Herlauf. Irgendwas Son. Namen gibt's hier. Na gut, wir wollen kaufen. Und wir lassen erst mit den Höflichkeitsfloskeln, denn wir wollen erstmal gucken, ob er irgendwas Interessantes hat. Hat er nämlich gar nicht. Also können wir gleich wieder gehen. Was haben wir hier? Eine Krämerin. Alrik von den Zinnen. Alrik ist so ziemlich der häufigste Name. Nö, wir haben genug Proviant, wir haben genug Werkzeug. Hier scheint es wirklich immer nur die Sachen zu geben, die es in jedem anderen Dorf auch gibt. Ich würde aber eigentlich noch mal ganz gerne eine andere Taverne. Die wird aber zu haben, genau. Und das dauert noch 8 Stunden, bis sie aufmacht. Gucken wir uns mal die obere Ecke an. Ein Heiler, aber eigentlich wollte ich hier rein und Tirik die Karte weiterzeichnen lassen. Aber hier ist auch nichts. Na gut, wir können uns schon mal im Hafen umhören, wann die nächsten Schiffe kommen und wo die so hinfahren. Das werden wir so oder so machen müssen. Denn ein Schiff nach Chalsingor. Wo war Chalsingor? Was kommt noch so die Tage? Im Laufe der nächsten Tage kommt ein Schiff nach Overthorn. Da kommen wir her. Und wir haben Markttag. 10 Uhr. Mal gucken uns auf dem Markt mal um. Auf dem Kräuterstand. Wirselkräuter, so genau. Wir können mal gucken, wie teuer die Tarnelen sind. Die Tarnelen sind gar nicht mal so teuer. Das heißt, wir könnten uns einfach einen ganzen Batzen davon kaufen. So als Luxusartikel, dass wir vor jedem Schlafen immer was davon essen. 10 Stück, 6 Dukaten, das ist machbar. Versuchen wir mal 30%. Versuchen wir 20%. So. Und jetzt kriegt jeder seinen Tarnelen. So, 3 Stück für dich. 3 Stück für dich. Du hast noch welche, du auch. Gut, gut. Aber dadurch geht die Zeit auch nicht schneller vorbei. Was können wir hier noch machen?
Wir könnten einfach zurück ins andere Dorf und da in die Taverne, aber da gab es nur eine Herberge, ne? Na gut, wir gehen einfach jetzt zurück ins andere Dorf. Wenn es irgendwas hier auf der Insel gibt, dann werden wir es auf dem Weg dahin nochmal treffen. Denn ich hätte schwören können, es gab hier irgendwas mit Piraten. Aber das ist doch schon ziemlich lange her. Kann ich mich auch täuschen. Also Yallen sucht nochmal nach Kräutern, aber nur 3 Stunden. Und wir finden eine Zahnhele. Schön. Oh, Orks. Angriff. Und Talana steht da ganz und gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Lauf mal weg. So, du machst einen Schritt zurück. Ah, es hat ihn fast umgebracht. Ich glaube, die Orks haben nur 11 oder so Trefferpunkte. Ah, ja, Fernkämpfe, die lohnen sich auf jeden Fall hier in dem ersten Teil. Also auch wenn man nicht schräg schießen kann, aber die machen so viel Schaden und treffen so häufig. So, du fängst bitte den Ork ab. Der denn wegläuft. Ja, wenn so ein Girogon schreiend auf einen zugelaufen kommt, dann nimmt man halt die Beine in die Hand. So, du abwarten. Du ran da. Kannst du jemanden angreifen? Kollege. Und der flieht auch. Was ist das denn für ein Kampf? Und was sind das für Orks? Feiges Pack. Bei Goblins hätte ich das ja erwartet, aber Orks? Na, es sind ja auch keine richtigen Orks. Die richtigen Orks kommen erst später. Die richtig starken Orks. Abwarten, abwarten. So, du schießt wieder in den Rücken, wie sich das für eine Elfe gehört. Triffst aber nicht. Ich habe doch gerade deine Bogenschießkünste so gepriesen. Ja, 5, das ist okay. So, du haust dem in den Rücken. Sehr schön. Und du stellst dich mal Yallen in den Weg. Und schießt auch da drauf. Wir haben Schwert, Silberschmuck, Rapier und Dolch lassen wir mal liegen. Na, idealer Rastplatz. Nee, den hatten wir schon mal. Hier ist die Berghütte, da war der Jäger drin. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Und gleich sind wir im anderen Dorf. Nee, da würde ich mich wohl geirrt haben. Gab es hier doch keine Piraten. So, du. Eigentlich sollte auch Mürrim jagen gehen. Findet Wasser, das ist das Wichtigste. Und Kräuter suchen. So. Ja, aber ist echt schade. Jetzt haben wir die ganze Folge damit verbracht, diese kleine Insel hier zu erforschen. Und hier ist nichts Wirkliches. Außer grummelige Jäger und sehr viele Raststellen. Das heißt, wir werden uns dann gleich mal hier am Hafen umhören, ob denn die Schiffe auch hier so gut fahren wie dem anderen Dorf. Das wäre albern, wenn wir jetzt zurücklaufen müssten zum anderen Dorf, um da das Schiff zu nehmen. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder.